Ein weiterer Ort, wo man gut Flagmans angeln kann, ist hier zwischen der Route 9 und der Route 10. Und genau dies ist mein nächster Ort. Denn den nächsten, den ich treffe, hätte gerne ein Quapuzzi. Und, wo zum Teufel? Achso, die ist ja ganz oben. Oh Mann. und dieses lässt sich hier recht leicht flanken. Flagmans und Quapuzzis haben hier eine sehr hohe Chance zu kommen. Aber die größte Chance ist immer noch der alte Stiefel. Der ist jetzt ganz vorne. Ja, der alte Stiefel, ist auf alle Fälle das häufigste Pokémon hier, falls ihr das fangen wollt. Aber ja, ich möchte ein Quapuzzi. Das gibt erneut ein sehr, sehr seltenes Pokémon. Und da haben wir es auch schon. Quapuzzi. Auch Level 13. Also ja, das ist so das Standardmäßige, was man mit der Superangel angeln kann. Die Superangel angelt wirklich starke Pokémon, aber sie sind halt auf keinem sehr hohen Level. Dessen sollte man sich bewusst sein. Aber ich denke, der Seltenheitsfaktor, den die Superangel hier einem beschwert, ist auf alle Fälle höher anzusiedeln. Ups, ja, den kann ich natürlich überhaupt nicht schwächen. Das sollte klar sein. Aber ja, wie gesagt, Flagmon könnte ich ja auch fangen. Falls ihr es unbedingt bis Level 37 hochtrainieren wollt, was ich wirklich nicht empfehlen würde. Und das, was ich getan habe, empfehle ich überhaupt niemandem, weil das wird Dummheit. Oh Mann, okay. Hyperball Flieg. Ich habe es immerhin für 3 Vögel nur 13 gebraucht. Da kann ich die ja schon mal verschwenden. Und ja. Joa, passt. Beschwer mich nicht. Ich beschwer mich nicht. Kaulquappe. Dieses Pokémon kann im Wasser und auch an Land leben und dann schwitzt es sich den Körper nass. Ob ich ihm einen Spitznamen geben möchte? Nee. Brauch's nicht. So. Dann können wir gleich zurückfliegen. Ihr seht, ich hab's gleich noch im Team. Zu der Stadt, wo wir eigentlich herkommen, genau, aus Azuria City. Denn genau dort befindet sich der Trainer, der mit uns tauschen möchte. Das Quapuzzi gegen... Was hast du denn zu bieten? Die sagt, erinnert euch noch, die sagt, ist ihr alter Mann geile Pokémon tauscht. Hallo, willst du dein Quapuzzi nicht gegen ein Rosanna tauschen? Was auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Entscheidung ist, das zu tauschen. Mein Rosanna ist jetzt kein schlechtes Pokémon, es ist Psycho, das mehr auf Verteidigung geht. Wir werden auch noch in Top 4 Bekanntschaft mit Rosanna machen. Also es ist Psycho und auch Eis. Und auf alle Fälle, ja. Gut, Quapo kann natürlich richtig stark werden, aber es ist seltener wie Quapuzzi, weil es nur einmal im Spiel drin vorkommt. Und natürlich auch stärker als Quapuzzi, wenn man es nicht gerade zu Quapo entwickelt. Man kann natürlich beide gut benutzen, aber da man Quapuzzi mit sehr, sehr wenig Aufwand kriegen kann, wie ihr hier gesehen habt, einfach die Superangel angeln und schon erscheint er, sollte das wirklich kein Problem sein. Und ja, kommen unsere arme Rosanna. Wow. Wenigstens kann man das dann also in der japanischen Version von Pokémon Blau kann man das in den Seeschauinseln fangen. In Gelb nicht, soweit ich weiß. Nur in der japanischen Version von Blau. Und die haben wir hier nicht, was fies ist. Der Quapuzzi, den du mir gegeben hast, hat sich entwickelt. Was? Der Quapuzzi. Okay, also scheinbar hat er ein paar Wassersteine hier rumstehen. Nur um es euch nochmal in Gedächtnis zu rufen. In diesem Haus, haben wir mit diesem kleinen Trainer hier unser Habitat gegen ein Porenta getauscht. Porenta ist zwar wesentlich schwächer als Habitat, aber kommt im Spiel noch einmal vor, daher an alle Sammler auch hier tauschen. Ihr merkt, meistens geht Stärke gegen Seltenheit in diesem Spiel, aber ich denke, man sollte sich nicht beschweren. Immerhin gibt man einem so seltene Pokémon im Spiel, ohne dass man jetzt nervig rübertauschen muss. Aber es natürlich nervig ist, dass man ohne Eier immer an die gleichen Pokémon und ihre bescheuerten Spitznamen wie Pate gebunden ist. So, es findet sich nur noch 3 Pokémon hier auf der Zinnoberinsel. Und einer möchte ein Raichu und zu diesem Zweck werde ich mein Pikachu endlich entwickeln mit einem Donnerstein. Da wird er auch mal sehen, wie das Maskottchen dieses Spiels sich entwickelt. Wir hätten es auch im Kraftwerk fangen können. Ich glaube, ich habe es sogar mal gesehen, aber ja, auf jeden Fall ist es eine der wenigen Entwicklungen, speziellen Entwicklungen, heißt nicht durch Level Up, sondern mit einem Stein oder mit einem Tausch, den man entwickelt in der Wildniswurf. Ein anderes Beispiel wäre Stahl. Also in diesem Raum müsste sich die Crew befinden. Nee, okay, da habe ich mich geirrt. Dann ist es in diesem Raum. Ja, da wartet die ganze Meute. Hallo, willst du dann Raichu nicht gegen einen Elektroball tauschen? Nee, nicht Elektroball, sondern Elektroball einfach nur.
Okay, verbinde Kabel und so. Das sagst du irgendwie immer das Gleiche. Langsam wird der Joke langweilig. Naja, gut. Raichu kommt durch die Röhre. Süß, soll ich das Viech mal an. Ja. Gut. Ist auf alle Fälle, teilweise zu empfehlen. Pikachu ist im Metall immer sehr, sehr selten. Im, Kraftwerk allerdings trifft man es häufiger. Und Elektroball trifft man auch sehr häufig im Kraftwerk. Vor allem, wenn man dann auf die Pokébälle drückt, sie sind zwar schwierig zu fangen, aber auf alle Fälle trifft man sie häufiger als Raichu. Deswegen wieder nur Empfehlung, wenn ihr ein getauschtes Pokémon haben möchtet und keinen Freund habt, mit dem ihr tauschen könnt. Was bei diesem alten Spiel durchaus wichtig ist, dass es keiner mehr besitzt. Ansonsten ja, ist Elektroball wesentlich häufiger ans Treffen als Raichu. Der Raichu, den du mir gegeben hast, hat sich entwickelt. Wieder ein total schlechtes Deutsch und diesmal auch total unlogisch, weil sich, wie gesagt, Raichu nicht mehr entwickeln kann und nie wieder entwickelt können wird. Kruzifix. So, für ein weiteres Pokémon müsste ich hier rein, nämlich ihr benötigt ein Ponyta. Und ja, ich weiß nicht, warum man hier, reingeht und sich eins fängt. Wahrscheinlich weiß er davon ihrer Existenz nichts. Und wir haben Glück. Wir finden gleich am Anfang ein Ponyta. Es hat ein sehr hohes Level. Das heißt natürlich auch, die Bälle werden uneffektiver sein und ich werde ihn wahrscheinlich nicht erledigen können. Deswegen gilt die gleiche Devise wie immer, Hyperball werfen. Ich glaube, dann haben wir es eh nicht geschafft, denn das ist das letzte Pokémon von den Top 4, das ich fangen muss. Gott. Ich hoffe nur, da macht mir Ponyta keine allzu großen Probleme und das... Also mir gefällt es fangen, das ist echt chillig ohne Ende. Nicht so stressig wie in einer Generation. Hier können zwar Bälle daneben gehen, aber wenn man die dafür einschläfert, ist es richtig stark. Die Hufe dieses Pokémons sind 10-mal härter als Diamanten. Sie trampeln alles nieder. Joa, das gefällt mir in jedem Fall. Das Elektroball hieß übrigens Pia. What the fuck? Pia? Elektroball heißt Pia? Lol, ich seh's gerade. Wenn ich den Freizeit öffne und ich war, ist die Tür immer noch verschlossen. Dann muss ich die wieder abschließen und es ist ein Chip oder irgendwas. Das ist ja mal echt geil. Ich dachte irgendwie, das würde permanent offen bleiben, so wie ein Feuerrollen bleibt grün, aber da liegt es wohl daran, dass es ein badestes Item ist. So. Achso, nee, die möchte einen Blutzug. Nee. Dann bist du da. Ich habe auf dem Mondberg ein Zelt. What the. Was du ist dann? Also, irgendeiner wollte hier tut sich ein Ponyta. Ich bin doch nicht blöd. War das hier drin? Einem von den beiden Kollegen? Nein. Junge, jetzt bring... bitte, kratze nicht an mein Gedächtnisvermögen, bitte. Ich habe jetzt extra nicht nachgeschaut. Aber... Oh Gott, ey. Das war eine Erleichterung. Okay, geiles Bild von Ponyta. Das sah aus wie ein Taurus. Ja, also ihr seht, wenn man auf der Zinnoberinsel mal ankommt, ist Ponyta sehr, sehr schnell zu fangen. Dewgong kann man in der Seeschauminsel, natürlich fangen, aber ich denke, der Aufwand, Dewgong zu fangen, nächstes zu den Seeschauminsel zu fahren, ist größer, schwimmen, ist größer als hier in das Ding reinzugehen und Ponyta zu fangen, das zu tauschen. Also ihr könnt beides machen. Das Dewgong, was, Europe, was ihr dann kriegt, entwickelt sich natürlich schneller. Das ist der Vorteil. Oh Mann, wie das ausschaut. Daher, ja, macht es wie ihr denkt. Das sehe ich relativ neutral. Sowohl Dewgong als auch Ponyta sind beides, ja, Pokémon, die in Ordnung sind. Sie sind jetzt nicht grauenhaft, sie sind jetzt aber auch nicht super. Ja. Gut, dann fehlt, wie gesagt, nur noch ein einziges Pokémon. Dann haben wir alle Tausche abgeschlossen, nämlich das Blutzug. Und, da die so freundlichen Herren mich hier auch den PC benutzen lassen, kann ich das gleich vollführen. Robby. Geiler Name. Ja, ihr merkt so, die getauschten Pokémon haben immer das gleiche Level wie das Pokémon, mit dem man es tauscht. Was ja ein ziemlich was einem ziemlich schnell einleuchten sollte, glaube ich. So. Und damit vollziehen wir jetzt den letzten Tausch im Spiel. Blutzug gegen Tangela. Tangela kann man auch direkt südlich von Alabastia. Da gibt es so ein Gras. Krassige Fläche, die ich euch gezeigt habe. Da kann man auch Tangelas fangen. Also, ja, es ist etwa wieder der gleiche Aufwand. Natürlich fängt man Blutzug in der Safari Zone relativ schnell, wenn man weiß wo. Und es ist einfacher zu fangen, aber dafür, ja,
kann man besser bestimmen, wo Tangela ist, und es ist auch ein bisschen, ja, es ist ein bisschen weniger umständlich, daher würde ich sagen, ist das eher sogar fast ein schlechterer Tausch, auch wenn Tangela ziemlich selten ist. Und da habe ich auch schon ein Pokémon gefunden, das sich nicht entwickelt, keine Vorentwicklung hat, keine Nachentwicklung hat und trotzdem in der Wildnis fangbar ist. Womit ich meine These von Anfang an gleich widerlegt habe. Gut, damit beende ich, mein Blutzug fühlt sich super. Moment. Wie geht es? Achso, okay. Ich dachte gerade, sie sagt, sowohl meinem Tangela als auch meinem Blutzug. Gut, mit dieser Erkenntnis beende ich diesen Part. Und da jetzt alles in der Overworld von Kanto endlich geregelt ist, sehen wir uns in der Pokémon-Liga wieder. Bis dann. Na gut, wisst ihr was? Wenigstens, das Gespräch hier können wir noch abschließen. Hey! Warte, du Champion-Spee! In der Pokémon-Liga trittst du gegen die Top 4 nacheinander an. Wenn du einen Kampf verlierst, musst du von ganz vorne beginnen. Ja, Tipps gibt da keine größeren zu, also, was ich jetzt auf alle Fälle verkaufen kann, sind meine Pokebälle, weil die brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Und ja, den Rest werde ich durchaus noch, gut, die TM, oh, 500 Pokedoller, ey. Tue ich dann doch nochmal weg, ja, die brauche ich nicht mehr, ich bin abgesichert, so. Und dann kommt noch Fliegen und die Superangel weg und dann bin ich wirklich gerüstet für die Pokémon-Liga. Und wenn ich denke, wie lange das LP jetzt schon läuft, bin ich tatsächlich richtig heiß. Zu zeigen, was ich hier in die Top 4 kann, in Feuerrot hatte ich ja immer nur gegen Lorelei die Möglichkeit, da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Gut, also Leute. Noch ein einziges Gespräch hält uns von den Top 4 fern. Ab jetzt trittst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück. Ja, man kann da natürlich nicht einfach sich drumrum rennen oder irgendwie sowas. Ja, geil, wie dieser Markt und der Pokémon Center in dieses Finale eingebaut ist. Und dann noch die Musik, die richtig bam bam draufhaut, so als würde man ja... Würde ich bei einem Finale stehen. Dieses Finale folgt nächstes Mal. Bis dann, mein Pokémon Blau Final!